Willkommen zurück zu Anno 1800 und unserem Schönbauprojekt hier in Crowley Falls. Wir hatten in der letzten Folge ausgiebig unseren Zoo neu gestaltet und so sieht er aus. Ich finde ihn richtig schön. Ich finde, das ist uns richtig gut gelungen und wir haben sogar noch Platz, um hier einige andere Gehege anzulegen und noch Tierchen einzustellen, die uns gefallen, auf die wir Lust und Laune haben. Ich hatte schon überlegt, ob wir hier vielleicht nochmal unseren kleinen separaten Vogelpark hinschmeißen, denn das fände ich richtig toll. Ich möchte unbedingt einen kleinen Vogelpark noch haben. Und ja, wenn nicht hier, wo denn dann? Crowley Falls ist einfach meine Lieblingsinsel und da möchte ich eben auch alles so gestalten, wie es mir gefällt. Zuallererst dachte ich aber, wir laufen mal eine kleine Runde hier durch unseren schönen Zoo. Wir haben uns zwar die Tiere schon immer angeguckt, wenn wir die Sets fertig hatten, aber trotzdem dachte ich, wir schlendern hier einfach mal kurz eine kleine Runde und gucken mal, was wir alles so zu Gesicht bekommen. Einfach mal, dass wir auch unseren Zoo nochmal jetzt bewundern, da er fertig ist. Ja, und ich kann einfach nicht anders. Ich muss einfach nochmal in diese Richtung. Denn das sehe ich schon wieder im Hintergrund. Die tollen Papageien. Ach, also die finde ich halt wirklich einfach so schön. Mega toll. Also ich glaube, das ist richtig schön geworden hier. Auch mit den kleinen Wegen außenrum. Und mit den Verbindungsfliesen. Ich denke, das ist doch wirklich richtig toll. Oh, Elefants. Elabums. Luftballonverkäufer, prima. Unsere Elefanten. Ja, wir haben wirklich sehr viele Tiere hier in unserem Zoo. Oh, das schaut auch schön aus. Oh, sogar Baby. Die haben auch schon komplette Geweihe hier, die Babys. Das ist natürlich klasse. Herrlich. Wir laufen einfach mal querfeldein, eine kleine Runde, so 5 Minuten. Einfach nur mal, um zu gucken. Und mal hier auf den Weg. Oh, hier sind die Pfauen. Jawohl, hier sind die Pfauen. Auch schön. Außergewöhnlich. Ja, das ist wirklich außergewöhnlich. Ist schon gut, dass wir, glaube ich, das so gemacht haben, auch mit den Wegen. Denn, wie es aussieht, wenn ich jetzt hier auf dem Weg bin, kann ich gar nicht geradeaus jetzt laufen. Nee, ich muss hier auf dem Weg bleiben tatsächlich. Entweder auf dem Weg oder dann eben neben dem Weg. Oh, wo waren nochmal die Delfine? Waren die hier? Wollen wir nochmal nach den Delfinen gucken? Ich muss mal rüber hopsen, dann kommt man da hin. Oh nein, ich bin immer noch auf dem Weg. Jetzt bin ich rüber gehopst. Hier waren keine Delfine. Hatte sie aber gerade irgendwo gehört. Oh, das ist natürlich ein bisschen schade dann, dass wir hier nicht weiterlaufen können. Also, wir müssen unserem Weg folgen. Wo sind denn jetzt die Delfine? Ich höre die doch die ganze Zeit. Die müssen doch hier irgendwo sein. Oh, hier sind die Bartgeier. Die finde ich auch toll. Oh, hier wird's gemeckert. Und ich höre eben Delfine. Hier sind die Bartgeier. Die fand ich auch ganz toll, aber jetzt sind natürlich die Papageien meine Lieblinge. Oh, hier ist der Kraken.
Den finde ich auch toll. Oh, schade, gerade verschwunden. Ach, echt schön. So ein Zoospaziergang, das lohnt sich doch. So, wo gehen wir denn noch hin zum Abschluss? Wir gucken mal hier rüber. Einmal rüberspringen. Ups. Können wir da auch rüberspringen? Ja, geht. Okay. Ah, ich möchte aber noch gerne. Gerne noch. Ja, ach, wir waren jetzt hier in der ganzen Aquariumanlage. Eigentlich wollte ich doch gerne nochmal. Ach nee, wir waren hier bei den Elefanten. Und dann, wo sind wir denn langgelaufen? Ach, hier sind wir langgelaufen. Hier bei den Krokodilen, bei den Hirschen, bei den Pfauen. Ah, und dann waren wir hier. Hier beim Kraken, genau. Ja. Wir müssen hier noch was einstellen, sehe ich gerade. Wir brauchen hier noch Musik. Was brauchen wir denn da? Dschungel des Ostens, Korallenriff. Das ist ganz gut. Tigerwald, Schneeflocken. Oh, ich glaube, das ist ganz gut, oder? Tigerwald und Schneeflocken haben wir doch hier drinnen. Wenn ich mich nicht täusche. Schneeflocken, Tigerwald. Genau, dann würde ich sagen, lassen wir das einfach mal. Der Zoo, genau. Attraktivität plus 40 und die thematische Ausstellung plus 30. Tigerwald, Schneeflocken, Leuchtkreaturen würde auch noch was bringen. Wir könnten auch... Hier wäre für Dschungel des Ostens und das große Korallenriff. Und hier ausgestorbene Arten, Adlerreich. Adlerreich ist, glaube ich... War Adlerreich auch aus dem Zoo? Ich glaube nicht. War, glaube ich, aus dem Museum. Genau. Sehr schön. Wunderhübsch. Prima. Dann haben wir jetzt hier... Wie viel haben wir? 12.770. Wie viel würde uns denn noch fehlen, um eine Palaststufe aufzusteigen? Oh, nicht viel. 13.000 bräuchten wir dafür. Oh, da könnten wir doch bestimmt noch ein paar Tierchen dann hier reinpacken. Okay, jetzt schauen wir aber erstmal, haben wir hier irgendwas fertig? Nein, wir haben aktuell keine Weltausstellung im Gange. Da könnten wir doch einfach mal so ein paar botanische Ausstellungen machen. Denn wir müssen ja auch noch bei Gelegenheit unseren botanischen Garten erweitern. Dann schauen wir einmal nach der botanischen Expedition auch gleich. La Isla de los Muertos. Man sagt, die Insel der Toten sei in Wahrheit gar nicht tot. Eine Legion aus Skeletten soll die auf ihr verborgenen Geheimnisse bewachen. Auf der Insel thront ein gewaltiger Felsen, der aussieht wie ein Totenschädel. Zumindest, wenn man die Augen etwas zusammenkneift und den Kopf zur Seite neigt. 50 Meter hoch ragt der Felsen aus dem Wald empor, durchlöchert von Höhlen, die wie zahlreiche Augen erscheinen. Der klaffende Mund am Fuß des Gesteins könnte wagemutige Entdecker zu wertvollen Kostbarkeiten führen. Vorausgesetzt, man ist mutig genug, ihn zu betreten. All die Abenteuergeschichten, die ihr als Kind so geliebt habt, jetzt könnt ihr sie selbst erleben. Oder Schätze und Skelette, so ein Unsinn. Ja, wir gucken doch einfach mal, oder? Was passiert? Die Zweifel der Besatzung werden nur noch bestärkt. Kindermärchen, das soll uns überzeugen. Außerdem ist es gerade diese ungebremste Neugier, die die Helden solcher Geschichten überhaupt erst in derartige Schwierigkeiten gebracht hat. Sicherlich überwiegt die Verheißung auf wertvolle Schätze albernen Aberglauben. 50%. Wir gehen rein, ihr habt keine andere Wahl. 100%. Ja, dann nehmen wir das doch. Die Mannschaft nimmt allen Mut zusammen und betritt die Höhle. Die einschüchternden Drohungen des Offiziers haben sie überzeugt. In der Höhle ist es feucht, kalt und stickig. In dieser Unterwelt, aus der das Tageslicht auf ewig verbannt wurde, wären Lampen entzündet, die jedoch eine nach der anderen wieder erlöschen. Erstickt durch alterlose und unsichtbare Kräfte. Ihre Besatzung zögert, sie erneut anzuzünden. Das alte Licht blendet die Augen der Untoten, flüstert eine Stimme. Es erzürnt sie.
Die Person am vorderen Ende der Gruppe wird den Weg auch so finden. 15%. Das sind nur Wind und die Feuchtigkeit. Die Lampen erneut anzünden. 20%. Na, dann nehmen wir mal 20% und verriskieren es mal. Rauch und Ruß zwingen die Mannschaft dazu, umzukehren. Zwar brennen die nachgefüllten Lampen nun weiter, doch der zu große Anteil Kerosin in der Mischung des Brennstoffs sorgt für schwarze Rußwolken, die in den Lungen kratzen und in den Augen brennen. Jegliche Erkundung des Inneren des Totenschädels muss sofort abgebrochen werden, damit der Rauch der Gesundheit der Besatzung nicht noch weiter schadet. Oh, schade. Na gut. Dann geht es einmal weiter mit der botanischen Expedition. Dann müssen wir einmal gucken, warum haben wir zu wenig Handwerkerarbeitskraft? Wird denn gerade irgendwas geforscht? Nein. Wird gerade nichts entwickelt und geforscht? Fehlt auch. Euch empor. Aha, es fehlen mal wieder Pelzmäntel, wie so oft. Wir überprüfen mal gleich unsere Fellroute. Wir überprüfen erstmal unsere Felle im Allgemeinen. An was es denn liegen mag. Also an den mangelnden Fellen liegt es definitiv nicht. Und an der mangelnden Baumwolle liegt es. Okay. Wir haben keine Baumwolle. Wir gucken mal nach Baumwolle. So. Ach nein, das ist ja nur die Baumwolle. Wir wollen ja Baumwollstoff. Hier einmal. Hat nur 6 geladen. Das ist sehr wenig. Alte Eule. Hier nochmal San Eule. Ah, kommt gerade. Ist auf dem Weg. Die Frage ist, haben wir denn noch mehr Baumwolle irgendwo? Naja, wir haben ja hier genug. Wir müssen nur abtransportieren. Ich glaube, wir müssen mal noch ein Schiff hier einfügen. Auch in Alto Eulo haben wir genug. Oh, wir brauchen unbedingt eine Route von Alto Eulo nach Crowley Falls mit Baumwolle. Sehe ich gerade. Haben wir keine. Okay. Dann machen wir noch eine Route. Gucken wir noch mal kurz, ob wir irgendwo noch Platz hätten. Nein, dann machen wir eine neue. Haben wir denn noch ein Schiff irgendwo hier im Hafen? Die Stockente? Nein, die ist unser Expeditionsschiff. Die lassen wir mal. Ja, dann machen wir mal noch ein Schiff. Geben wir mal noch ein Schiff in Auftrag, würde ich sagen. Einmal ein Vollkühlschiff. Damit wir mehr Baumwolle hierher bringen können. Damit das auch wieder funktioniert. So kann das ja nicht. Wir machen mal gleich noch eins. Ich glaube, da können wir gut und gerne vielleicht sogar 2 machen. Oder von woanders noch eine schippern lassen. Gut, das zum einen. Dann, wie sieht es denn aus mit unserem Museum? Da haben wir ja auch noch Platz. Was fehlt uns denn jetzt da noch? Was hatte uns jetzt noch vom Museum gefehlt? Ich muss mal kurz meinen Spickzettel rausholen. Ach genau. Huaca aus der neuen Welt wollten wir ja eventuell noch. Da fehlt uns noch die Shuanita, die Mumie. Genau, aber die hatten wir leider nicht bekommen in einer Ausstellung. Dann könnten wir die doch im Forschungsinstitut in Auftrag geben, würde ich sagen. Dann hat das Forschungsinstitut nämlich auch wieder was zu tun. Oh, das ist die Universität. Hier. Einmal ein Item entwickeln. Einmal die Shuanita. Genau. So. Einmal das. Und dann fehlt uns noch Kulturen der Ägäis.
Okay. Ja, so viel ist es gar nicht mehr. Was uns fehlt, versunkene Städte. Fehlt uns auch noch was? Nordisches Sagen. Jura haben wir. Die Bronzezeit fehlt noch. Und Atlantis. Naja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir als nächstes jetzt erstmal Huaca aus der neuen Welt fertig. Denn das Affenzahn-Amulett haben wir ja bereits. Ah, hier haben wir noch was von Atlantis bekommen. Sehr schön. Wo ist das Affenzahn-Amulett? Das ist, glaube ich, ein blaues hier. Genau. Sehr schön. Dann müssen wir mal gucken, was uns das eben alles noch bringt. Was war das nochmal für ein Set? Vergessene Stämme. Was haben uns die nochmal gebracht? Ach, den Bedürfnismalus. Ja, den sollten wir schon drin lassen. Also die sollten wir schon drin lassen. Wir müssen dann eben mal gucken. Wir können ja hier dann immer mal wechseln und hier alles durchprobieren. Und da dann zum Schluss die einfügen, die uns am besten gefallen. Ist das aufregend? Vorschlagen. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Oh, Lady Baines. Verfechterin des Protektionismus. Beeinflusst alle Kontore. Anteilserwerbssperre. Okay. Gut, ist nicht so wichtig für uns. Lassen sie hochleben. Da wir ja nicht kriegerisch spielen hier. Jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir für Baumwolle sorgen, dass das Schiff fertig wird. Wir gucken trotzdem mal in der neuen Welt, ob da alles mit dem alles beim Rechten ist. Vielleicht können wir 750. Ja, wir sind hier nämlich fast voll. Vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen aufstocken, das Depot. Machen wir mal hier noch ein Depot mit hin. Ach ja, das sieht doch auch ganz schick aus. Dann hier natürlich die Kaimauer. Jawohl, prima. Ein bisschen mehr Platz für die Baumwolle, denn es wäre ja schade, wenn wir die verschwenden hier. Haben wir hier noch ein Schiff? Oh, wir hätten hier noch die diebische Elster. Die ist gerade in alte Eule. Na, die kann doch mal was rüberbringen. Prima. Einmal bitte nach Cap Trelawney, nach Crowley Falls. So, und dann hatten wir... Wo ist denn eigentlich... Unsere... Wo hatten wir unsere kleine Eule hingeschickt? Hatten wir, glaube ich, hier irgendwo hergeschickt. Sollte einen Salvatore abliefern. Nur wo ist die nochmal? In Besa hatten wir die doch nicht. Nein. Und in der Arktis? Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Auch nicht. Okay, na dann muss sie noch irgendwo unterwegs sein, vermute ich mal. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wo ist unsere kleine Eule? Also unsere Eule. Unser Flaggschiff. Hier ist der Seelöwe. Muschelknacker. Seehund. Guck mal in der Weltkarte. Das kann doch gar nicht sein. Wir hatten doch in der letzten Folge nur gebaut. So. Unseren Zoo. Das ist aber sehr komisch. Okay. Da bin ich einfach... Ach, vielleicht hatten wir das auch in der alten Welt. Na, da könnte ich doch auch noch gucken. Ha, da ist sie doch auch. Genau. Hier wollten wir eigentlich den Dr. Salvatore abladen. Wegen der Reichweite des Krankenhauses. So, wo ist denn unser Krankenhaus? Genau, so war das. Wo ist unser Krankenhaus? Hier. Genau, dass das ein bisschen weiter reicht. Und haben wir hier auch, genau. Wunderbar. Ah,
da brauchen wir noch ein Rathaus. Der Teufel fordert seinen Tribut. Einmal noch ein Rathaus hier mit her. Wo hat dann das Rathaus noch Platz? Hier vielleicht? Oh, hier vielleicht. Wir könnten den Bäcker woanders hin machen. Ja, das wäre vielleicht eine gute Idee. Entweder hier. Wir müssen auf jeden Fall das Krankenhaus im Radius haben. Hier wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Da wäre auch ein schöner Platz. Ja, okay. Das heißt, der Bäcker muss woanders hin. Dann packen wir den einfach hier noch mit hin. So. Und dann packen wir hier unser Rathaus rein. Na, das passt doch genau. Perfekt. Schaut doch auch ganz schön aus, so. Dann kommt hier einmal der Salvador rein und dann gucken wir mal. Naja, es geht ein bisschen weiter. Und zusätzlich, was bringt das nochmal zusätzlich, außer die Reichweite? Plus eine freiwillige Krankenschwester. Okay. Und Reichweite plus 15%. Gut. Das ist doch schon mal was. Nur bis hier reicht es natürlich trotzdem nicht. Okay. Hier haben wir eine Aufgabe. Kann dieses Geheimnis entschlüsselt werden? Die meisten Menschen haben noch Angst vor der Glühbirne. Sie denken, sie würden einen elektrischen Schlag erleiden, wenn sie sie berühren. Wir sollten sie von diesem mittelalterlichen Glauben befreien. Helfen Sie mir, ein Lichterfest zu organisieren, um einen Scheffel Licht ins Dunkel zu bringen. Okay. Ob dieses Problem gelöst werden kann? 6 Glühbirnen. Haben wir die schon hier? Werden wir gleich merken. Können wir hier mit dem haben wir. Quod erat demonstrandum. Und wir bekommen ein Montageband. Das ist sehr selten. Beeinflusst die Dampfwagenfabrik. Produktivität plus 50%. Aber Dampfwägen produzieren wir, glaube ich, zu Genüge. Unsere Expedition ist wieder vorangeschritten. Der bemerkenswerte Fall des Seekadetten. Der Seekadett wird mit durchschnittener Kehle und einem Messer in der Hand aufgefunden. Allem Anschein nach Selbstmord, aber der Schein trügt oft. Verständlicherweise nimmt die Mannschaft großen Anteil und diskutiert die Frage, ob er der Typ war, der sich das Leben nimmt oder ob jemand von seinem Tod profitieren könnte. Es versteht sich von selbst, dass sie eine Reaktion erwarten. Eine Untersuchung beginnen oder nichts unternehmen. Natürlich beginnen wir eine Untersuchung. Eine sorgfältige Analyse des Tatorts ergibt 2 Ansatzpunkte. Manche glauben, eine Autopsie werde die Tatsachen des Falls aufdecken, während andere der Ansicht sind, die wenige zur Verfügung stehende Zeit sollte mit der Analyse aller Indizien am Tatort genutzt werden, die zur Ermittlung des Täters führen könnten. Eine Autopsie der Leiche durchführen oder ein Werkzeug zum Sammeln forensischer Beweise fertigen. Finde ich jetzt eigentlich auch ganz cool mit den forensischen Beweisen. Oh, fadenscheinige Gerechtigkeit. Während ihre Handwerker auf ein leeres Zeichenbrett starren, glauben unbedarfte Matrosen zu helfen, indem sie den Tatort aufräumen. Nachdem die Untersuchung dergestalt verpatzt wurde, gefällt es dem Mörder, 2 weitere Leben zu beenden, bevor er schließlich gefasst wird. Ich kann nicht glauben, wie schlampig ihre Polizeiarbeit ist, schlichelt er. Ich hätte noch 10 mehr töten können, ohne erwischt zu werden. Er mag gefasst worden sein, aber der Schaden ist längst angerichtet. Eieieiei. Nicht gut. Na gut, 50% haben wir noch. Wir gucken mal. Hier ist noch... Ach genau, das war der neue Besucher. Das können wir mal löschen. Wir haben eine Zinkmine. Ist explodiert und brennt. Ein Gebäude. Die Messinghütte. Müssen wir aber erst noch warten. Haben wir denn hier eine Feuerwehr eigentlich? Wir haben hier gar keine Feuerwehr. Ja, dann würde ich sagen, stellen wir hier mal noch eine Feuerwehr hin. Hoffen, dass die schnell genug entwickelt wird und können dann zusätzlich gleich mal noch ein bisschen Schönbau betreiben. Das ist ja toll. Ist zwar das Industrieviertel, aber das soll ja auch ein bisschen schön aussehen.
Da können wir doch auch so ein bisschen Wasserspiele machen. Dann schaut es doch ein bisschen einfach freundlicher aus, oder? Wunderhübsch. Ja, erstmal würde ich das so lassen. Feuerwehr ist noch im Bau. Vielleicht schaffen wir das gerade noch rechtzeitig. Die mutigen Feuerwehrleute werden gerade ausgebildet. Ah, wir könnten das gerade noch schaffen. Jawohl, die Feuerwehr ist schon mal fertig und ist, glaube ich, auch schon im Einsatz. Und löscht auch schon fleißig. Jawohl, sehr gut. Prima. Schön arbeiten, schön das Feuer löschen, bitte. Sehr, sehr schön. Ja, wir erfrischen uns in der Zwischenzeit ein bisschen hier. Das ist doch auch toll. Die Flammen wurden gelöscht. Sehr gut, die Flammen wurden gelöscht. Hier hätten wir wieder eine Aufgabe. Das ist wieder der Dynamitmensch, glaube ich. Den brauchen wir nicht. Nein. Nein, nein, wir brauchen kein Dynamit. Alles in Ordnung. Vielen Dank. Sehr schön, sehr schön. Ach, es macht doch einfach immer wieder Spaß, hier lang zu schlendern. Es ist einfach so schön. Auch wenn das in Anführungsstrichen nur das Industrieviertel ist, finde ich es trotzdem sehr schön gemacht. Herrlich. Okay, wir gucken mal, ob unsere diebische Elster... Ah, die trifft hier gerade ein. Dauert noch ein bisschen. Aber ist fast da. Und ein Vollkühlschiff ist auch hier. Ist aber nicht das, was wir gerade in Entwicklung haben. Der Oktopus. Ah, war der auf... Der hat ja nichts geladen. War der auf Expedition? Oder wer war der Oktopus? Nee, die sind noch beide in... Na, dann können wir ja den Oktopus... Na, wunderbar. Dann kann der doch noch eine Route befahren. Und zwar... Nee, wir wollten eine neue Route einrichten. Von Alto Eulo. Nach Crowley Falls und wollten die Baumwolle einladen. Vielleicht reicht auch erstmal ein Schiff. Jetzt haben wir nämlich 100, 200, 300. Das heißt, es ist ja bei der nächsten Ladung im Endeffekt schon abgeholt. Einmal den Oktopus. Einmal die Route beschriften. Alto Eulo nach Crowley Falls. Jawohl, wunderbar. Na, dann haben wir noch zwei Schiffe für irgendwas anderes. Schadet ja nicht. Aktuell sieht auch die Handwerkerarbeitskraft wieder ganz gut aus. Und die Schneidereien arbeiten. Sehr gut. Die diebische Elster braucht noch ein bisschen. Die kann bitte Bescheid geben. Nochmal eine botanische Expedition. Ja, des Späteren vielleicht. Wir gucken mal. Wunderbar, ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen. Tapferkeit? Nein. Oh je, Mini, das wird jetzt schwierig. Wir brauchen wieder einen schönen Namen. Einen schönen Namen für ein Wassertierchen in dem Fall. Es ist ja ein Schiff. Ich freue mich schon, wenn wir noch ein paar Luftschiffe bauen. Dann können wir endlich mal noch ein paar Vögelnamen vergeben hier. Oder eben Eulen. Aber wie nennen wir denn jetzt hier unser Wasserschiffchen? Wir haben schon Thunfisch und Oktopus und Nilpferd und ach, ich weiß gar nicht, was wir alles noch haben. Wir haben so viele. Moskito Gnu. Okay, das sind nicht mal Tierchen aus dem Wasser. Wilder Schwan, Tintenfisch, Sumpfratte, Seeelefant, Pottwal, Seeschwalbe, Panzerwels. Ah, oh, haben wir zweimal ein Krokodil? Nein.
Okay. Albatros, Tümmler, Falke. Wir haben wirklich wahnsinnig viele Tierchen hier. Eine Schildkröte haben wir sogar auch. Ja, also aktuell fällt mir nichts ein. Wenn euch was Schönes einfällt, was wir vielleicht noch nicht haben, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Dann können wir die Tapferkeit bei Gelegenheit nämlich umbenennen. Und die Great Eastern ist angekommen. Perfekt. Die lädt mal bitte alles ab. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr schön. Jetzt sollte erstmal mit den Pelzmänteln nichts mehr schief gehen. Und jetzt würde ich ja tatsächlich gerne mal noch die diebische Elster zu Madame Kahina schicken. Und einfach mal noch ein bisschen noch so Vögel gucken. Vielleicht finden wir noch irgendwas Schönes für unseren Zoo, was wir noch nicht haben, noch nicht kennen. Aber natürlich können wir auch ein Forschungsinstitut schauen. Vielleicht nochmal so ein paar Papageien erforschen oder eben züchten. Und ich guck mal, was es alles noch für Papageien gibt. Oh ja. Ich möchte einen Waldpapagei. Ich möchte noch Mathilda haben. Ist zwar auch noch mal so ein grüner, aber das ist mir egal. Und dann haben wir noch einen gewöhnlichen Papagei. Oder haben wir schon einen gewöhnlichen Papagei? Wir müssten eigentlich einen gewöhnlichen Papagei haben, oder? Hier nicht, im Lager und in unserem Zoo. Oder überhaupt irgendwo. Hey, wir haben tatsächlich noch keine Papageien. Okay, es gibt aber diese drei verschiedenen Papageien. Weil der eine anscheinend gar nicht dabei ist, den wir noch haben. Der hieß doch nicht Mathilda. Wie hieß denn hier unser grüner Papagei? Alle stehen bereit. Na, alle stehen bereit, hieß er bestimmt nicht. Wo ist nochmal unsere schöne Voliere? Hier, Iguaca aus dem Set Regenwald. Kann man die gar nicht erforschen? Da muss ich jetzt mal gucken, tatsächlich. Das interessiert mich jetzt. Suchen mal nach Iguaca. Hier. Ach doch, da gibt es den natürlich, klar. Aber weil er eben nicht als Papagei betitelt ist. Aber der sieht eben genauso aus wie Mathilda, der Papagei. Okay, dann gucken wir mal, wenn wir den Begriff Vogel eingeben, gibt es da irgendwas Tolles? Oh ja, ein Paradiesvogel. Den mache ich auch noch. Und ein Eisvogel machen wir auch noch. Wer weiß, ob das vielleicht auch funktioniert. Nein, mir wurde ein Stipendium gewährt, um mich voll der Suche des Kapitän. Das ist schön. Ob das funktioniert, dass wir die angucken können. Und vorher aber nochmal gucken. Alle Inseln, ob wir noch irgendwo irgendwas Vogelmäßiges haben. Den Paradiesvogel. Oh, den haben wir schon. Hier ausgerüstet im Zoo. In welchem? Ja, in welchem denn? Ausgerüstet? Nee, das kann nicht sein. Identifiziert? Auf Lager? Sehr komisch. Das ist doch irgendwie hier eine falsche Anzeige, oder? Kann das sein? Paradiesvogel? Okay, jetzt machen wir nochmal so. Gehen nochmal auf Crowley Falls. Zeigt mir immer an. Hier ausgerüstet im Zoo. Haben wir einen Paradiesvogel hier in unserem Zoo? Kann mich gar nicht dran erinnern. Oder ist das ein falscher Fehler? Wir gucken mal kurz.
So, also jedenfalls einen Adler haben wir, einen Kondor, Flamingos. Aber ich sehe hier nirgendwo einen blauen Papageien. Sehr komisch. Das muss dann ein Fehler sein. Ein falscher Fehler. Ja, hier zeigt es auch an. Itemposition. Ach so, okay. Alles klar. Gut. Dann gucken wir nochmal. Ja. Okay, wir haben den nicht. Alles klar. Dann Adler. Haben wir nur diesen Adler? Den haben wir ja bereits. Okay, dann können wir so nochmal ganz kurz durchgucken. Ob wir noch... Oh, was ist denn mit dem Riesenalk? Ah, nee, den konnten wir nicht angucken, glaube ich. Den konnten wir, glaube ich, nicht angucken. Den weißen V haben wir bereits. Hier ist wieder Iguaca. Und eben Matilda. Genau, der Paradiesvogel. Ja, ich möchte nämlich unbedingt noch ein... Oh, hier ist noch ein Braunkopf-Kakadu. Dann gehen mal alle durch. Den haben wir auch noch nicht, den Braunkopf-Kakadu. Ja, den möchte ich auch gerne... oh, wo ist er denn jetzt? Hier. Den möchte ich auch gerne noch bitte entwickeln. Im Braunkopf-Kakadu. Sehr schön. Können wir auch hier gucken nach den Tierchen. Den haben wir bereits, den Bartgeier. Genau. Ah, wir machen einen schönen Vogelpark noch. Kann es einfach nicht lassen. Ich finde es so schön. Braunkopf-Kakadu? In der Hoffnung, dass wir die eben auch alle angucken können dann. So, was ist mit einer Dominikanermöwe? Gut, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt haben. Den Kondor haben wir, den Pfau haben wir. Oh, was ist denn mit einem... Ah, ne, den Strauß haben wir, glaube ich, auch. Stolze Savanne, ja, den haben wir auch. Konnte man den angucken? Kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Den Strauß... Da müssen wir dann nochmal gucken. Ja, die Hühner konnte man, glaube ich, angucken. Und hier gibt es noch einen Mauersegler. Ja, gut. Dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal so. Das sieht doch jetzt ganz schön aus. Prima. Gut. Ja, und damit war es das schon wieder. Jetzt dauert es ja nicht mehr lange. Dann kommt endlich die Erweiterung mit den Luftschiffen. Da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Da bin ich echt gespannt. Da haben wir dann wieder einiges zu tun und ja, wie ihr seht, wird es einfach nicht langweilig. Ich hoffe, ihr schaut dann auch in der nächsten Folge wieder mit rein, was wir dann noch ein bisschen veranstalten werden. Ich weiß noch nicht, ob gleich schon die nächste Folge dann unsere neue Folge sein wird über das neue DLC. Oder ob da noch eine oder zwei dazwischen liegen. Mal gucken, wie sich das hier alles ergibt und wie ich eben Lust und Laune und die Zeit finde. Ich hoffe, ihr findet Lust und Laune und Zeit, um wieder reinzuschauen. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!